Yeah.
Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Medienzentrum des Polizeipräsidiums München. Anlässlich unserer doch recht kurzfristig angesetzten Pressekonferenz zu dem schweren sexuellen Missbrauch einer Elfjährigen am zurückliegenden Dienstag. Ich darf hier auf dem Podium begrüßen Ignaz Rapp vom Kommissariat 15, unserem Fachkommissariat für Sexualdelikte und Anne Leiding von der Staatsanwaltschaft München 1. Wir werden jetzt in erster Linie eine gute Nachricht mitteilen, und zwar die Tatsache, dass wir einen Tatverdächtigen festgenommen haben. Dazu wird jetzt Ignaz Rapp eine Erklärung. Wir haben ja intensiv mit Höchstdruck ermittelt. Wir haben sämtliche Spuren, die zu sichern waren, gesichert. Wir haben die Spuren zusammengeführt. Und tatsächlich hat sich heute früh ein aufgrund der Spurenlage Täterhinweis ergeben. Die Staatsanwaltschaft hat die Festnahme des Täters angeordnet. Auch das Amtsgericht München hat mündlich die Durchsuchung der Täterwohnung angeordnet. Wir sind rausgefahren und haben an seiner Wohnadresse geklingelt. Wir haben festgestellt, dass er dort nicht anzutreffen ist. Wir haben dann ermittelt, wo er arbeitet, und sind dann zu seinem Arbeitsplatz gefahren. Und dort haben wir heute einen Tatverdächtigen festgenommen gegen 10 Uhr. Es handelt sich um einen 43-jährigen Deutschen, der in München geboren ist und wie gesagt auch in München wohnhaft. Nachdem wir an seinen Arbeitsplatz gedüngelt haben und er merkte, dass die Polizei vor der Tür steht, wollte sich noch kurz entfernen. Die Kollegen haben das unterbunden, haben ihn vorläufig festgenommen und mit auf die Dienststelle als Kommissariat 15. Der ermittelnde Staatsanwalt war mit vor Ort. Der Täter hat dann darauf bestanden, dass sein Wahlverteidiger verständigt wird. Der ist dann auch bei uns mittags auf der Dienststelle eingetroffen. Der Beschuldigte, sein Verteidiger haben sich beraten und machen keine Angaben zur Sache. Der Beschuldigte ist jetzt unterwegs in die Haftanstalt und er wird morgen dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Ganz kurz und kompakt, wir werden gleich noch Raum für Ihre Fragen haben, aber zur Person des Tatverdächtigen jetzt vielleicht ein paar Ausführungen von Anne Leiding. Ich würde jetzt gleich weitermachen an der Stelle, wo Herr Rapp aufgehört hat. Also er ist jetzt, wie gesagt, in vorläufiger Haft. Er wird morgen dem Ermittlungsrichter vorgeführt und wir werden einen Haftbefehl beantragen. Der wird lauten auf schweren sexuellen Missbrauch von Kindern, in Tateinheit mit Vergewaltigung und in Tatmehrheit mit Nötigung. Zu der Spurenlage wird sicherlich Herr Rapp Ihnen noch auf Fragen etwas genauer sagen. Also wir sind sehr froh, dass wir den mutmaßlichen Täter so schnell haben ermitteln und festnehmen können. Ich denke mir vor allem für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und sicherlich auch für die Geschädigte und ihre Familie ist es sehr, sehr wichtig, dass das so schnell passiert ist. Zum Täter selbst ist zu sagen, dass er mehrfach einschlägig vorbestraft ist und er insbesondere zuletzt verurteilt wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren und 11 Monaten, unter anderem auch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Bei dem Urteil ist auch die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet worden. Bei diesem Maßregelvollzug gibt es dann immer so einen Stufenplan, es gibt verschiedene Stufen. Man versucht natürlich, wie immer, sieht das deutsche Strafrecht so vor, am Ende zu einer Resozialisierung des Täters zu kommen. Deswegen war er zuletzt in einer sogenannten therapeutischen Wohngemeinschaft ab November 2018. Es gab Anfragen des Bezirkskrankenhauses H an die Staatsanwaltschaft im Oktober 2018, ob sozusagen Lockerungen möglich seien. Da wird die Staatsanwaltschaft allerdings nur angehört. Es ist nicht so, dass unsere Zustimmung erforderlich ist. Und wir haben gesagt, also vorbehaltlich, dass er aus ärztlicher Sicht keine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, wären wir damit einverstanden. So dass er sozusagen sich dann in der Lockerungsstufe D befand. Ja,
letztendlich ist es so, das ist natürlich eine Entscheidung des Klinikums, das ist eine sehr schwierige Entscheidung. Ich kann durchaus verstehen, wenn viele jetzt sagen, ja, also einer, der eigentlich untergebracht ist, der hätte doch gar nicht raus sollen. Aber das ist der normale, das ist das normale Vorgehen in unserem Rechtsstaat, dass sozusagen Personen, die in der Unterbringung sind, eben auch nicht einfach jetzt für immer in der Unterbringung verschwinden, sondern man mit ihnen arbeitet und schaut, ob es einen Weg gibt, wie sie eben wieder an der Gesellschaft teilhaben können. Ja, vielleicht noch zwei Fragen, die Herr Zabin beantworten wird, ist die Frage, wie wir auf den Tatverdächtigen gekommen sind und vielleicht auch inwieweit der Bereich S-Bahn hier eine Rolle spielt. Wir sind aufgrund der DNA auf ihn gestoßen. Die Spurensicherung hat da sehr akribisch gearbeitet an dem Mädchen, hat am Körper des Mädchens, im Intimbereich des Mädchens, in der Unterwäsche des Mädchens tatrelevante männliche DNA festgestellt. Und die Eingabe in der Datei ergab dann den Treffer Personenspur. Gibt auch weitere Hinweise, dass wir hier bei dem Richtigen sind, weil wir haben natürlich auch andere Beweismittel herangezogen. Der S-Bahnhof Fasanengarten ist videoüberwacht. Wir haben zig Videobänder sichergestellt und auf einem Band haben wir sowohl die Geschädigte als auch den Tatverdächtigen drauf. Er folgt ihr circa in 20 Meter Entfernung. Und ich hätte gern noch sein Motiv gefragt und den Grund. Darum kann ich Ihnen jetzt eigentlich nur meine Theorie schildern. Ich denke, er arbeitet im Münchner Süden. Das Mädchen ist aus dem Münchner Süden Richtung Fasanengarten gefahren. Sie waren wahrscheinlich in der gleichen S-Bahn. Er hat da quasi sie aufgenommen. Sie ist am Fasanengarten ausgestiegen. Er ist ihr gefolgt und hat dann den Waldweg, die Parkanlage ausgenutzt, um über sie herzufolgen. Bei aller Tragik möchte ich, bevor wir zu einem Fragenteil kommen, vielleicht noch ein paar positive Dinge hervorheben. Und zwar den Umfang und die Intensität, mit denen die Polizei in diesem Zusammenhang tätig geworden ist, ist tatsächlich, glaube ich, der Tat mehr als angemessen. Wir haben bereits in den Abendstunden des Tattages mit einem sehr, sehr hohen Personalansatz massiv im Nahbereich des Tatortes und im weiteren Umfeld eine Spurensuche und auch eine Zeugensuche betrieben, haben dabei unter anderem ja auch die beiden Zeuginnen ausfindig machen können, die uns zumindest fragmentarisch erste Informationen geben konnten, haben darüber hinaus tatsächlich auch viele Spuren erhoben, die auch noch weiter ausgewertet werden. Also die Ermittlungen sind noch nicht am Ende. Können Sie zum Beispiel daran erkennen, dass wir sowohl heute noch in dem Bereich eine Hausbefragung machen werden, als auch Befragungen bei Personen in bestimmten Intervallen, die dort S-Bahn fahren, um sie nach Wahrnehmung der zurückliegenden Tage zu befragen. Und das Ganze kombiniert mit einem unglaublichen Hinweisaufkommen aus der Münchner Bevölkerung. Das hat natürlich aus Ermittlersicht sehr viel Hoffnung gemacht, dass wir da zu einem sehr, sehr schnellen Ergebnis kommen. Das hat sich glücklicherweise bestätigt. Das ist leider kein Automatismus und da muss man auch mal sehr, sehr vorsichtig sein mit Optimismus, weil da immer auch eine Opferfamilie dranhängt. Und insofern sind wir sehr froh, dass wir jetzt hier zumindest einen ersten Tatverdächtigen haben. Und wenn ich vielleicht hier ergänzend noch anfügen kann, eingangs hieß es ja, die Ermittlungsgruppe Wolf war mit rund 25 Mann im Einsatz, aber wirklich waren die letzten zwei Tage über 100 Mann im Einsatz. Es geht los bei der örtlichen PI 23, bei den Jugendbeamten, bei den Zivilkräften, bei den Kräften von Abschnitt Ost, bei der Hundestaffel, die mit im Einsatz war, bei der Spurensicherung, Kriminaldauerdienst,
und uns, K11, K16, alle haben uns unterstützt. Darüber hinaus auch die Staatsanwaltschaft und vor allem auch die Rechtsmedizin. Also allen, das war ein wunderbares Zusammenspiel der Kräfte. Großen Dank dafür. Es gibt noch einen Wermutstropfen, den möchte ich Ihnen nicht unterschlagen. Während viele Medienvertreter sich in sehr, sehr großer Zurückhaltung geübt haben, auch Münchner Titel sich in großer Zurückhaltung geübt haben, was insbesondere das Opfer angeht, waren sowohl gestern vor dem Wohnhaus der Familie vereinzelte Medienvertreter festzustellen, als auch heute im Bereich der dort benachbarten Kindertagesstätte und Grundschule Medienvertreter vereinzelt anzutreffen, die dort tatsächlich im Sinne einer Berichterstattung Kinder angesprochen und mit diesem Ereignis konfrontiert haben. Sowas schockiert mich in dem Moment, weil die Eltern bei uns anrufen, die rufen nicht in den Redaktionen an. Und ich bin mir relativ sicher, dass im Bereich ethischer Standards hier sicherlich noch eine gewisse Lernkurve möglich ist. Ich möchte betonen, das sind Einzelfälle. Die allermeisten, insbesondere auch regionalen Vertreter der Medien, haben sich hier völlig an den Pressekodex gehalten und sich auch völlig integer verhalten. Aber das ist etwas, das ich in diesem Zusammenhang nicht überschlagen möchte und einfach nochmal als vielleicht kleinere, bittere Nachnote aus unserer Sicht darstellen möchte. Wir kommen jetzt zu Ihren Fragen und ich darf dann die Fragerunde öffnen. Herr Hans. Wie viele Vorstrafen gab es und was bedeutet die Lockerungsstufe G konkret? Ja, der Tatverdächtige hatte 8 Voreintragungen im BZR, davon waren 7 einschlägig. Zu den Lockerungsstufen ist es so, es gibt da verschiedene, das ist ein ganzer Stufenplan. Ich kann Ihnen jetzt nicht ganz genau sagen, was sozusagen mit welcher Stufe genau verbunden ist, mit der Lockerungsstufe D, um die es jetzt eben hier ging. Das war eben diese Stufe Probewohnen in einer sozusagen in einer Gemeinschaft, einer schon auch überwachten Wohngemeinschaft, aber natürlich nicht Tag und Nacht überwachten Wohngemeinschaft. Diese therapeutische Wohngemeinschaft, das war eben diese Lockerungsstufe D, in der er sozusagen ab November 2018 wohnte. Herr Luxemburger, Entschuldigung. Luxemburger, dürfen wir erfahren, welche Art von Vergehen das waren? Weil 5 Jahre Gefängnis, fast 5 Jahre ist ja schon eine lange Zeit. Ja. Sie meinen, das ist das Urteil von 4 Jahren, 11 Monaten. Ja, das ist also eine ganze Reihe von Delikten, die ich aber natürlich gerne nenne. Also, er wurde hier verurteilt wegen Nötigung, versuchter Nötigung, versuchter sexuellen Nötigung, Verbreitung pornografischer Darbietungen, sexuellen Missbrauch von Kindern. Sexuellen Missbrauch von Kindern in 17 tatmehrheitlichen Fällen, jeweils in Tateinheit mit Nötigung. Genau. Das gab eben eine Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren und 11 Monaten. Das Urteil ist rechtskräftig geworden am 22.02.2010. Diese Wohngemeinschaft, war die auf dem Gelände des Sitzklinikums in Haag oder ist das, weil Sie gesagt haben, bewacht? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Das weiß ich nicht, wo diese war. Die Wohngemeinschaft, wo er sich jetzt aktuell aufhält und gemeldet ist, ist im Bereich Großhadern. Achso, also ganz woanders. Ja. Bitte. Haben die beiden Zeuginnen Angaben gemacht, warum sie das Beobachtete nicht als Sexualdelikt eingeschätzt haben? Für sie war es konkret nicht erkennbar. Eine dachte, es wäre ein Rollenspiel oder wie auch immer. Also es waren weder Hilfeschrei-Wahrnehmung noch, sage ich jetzt einmal, konkret Hinweise auf ein Verbrechen da. Die beiden Zeuginnen haben sich erst im Rahmen der Fahndung gemeldet, wo die Polizei vor Ort war und haben ihre Mitteilung gemacht. Ja, wir haben hier zur Tatzeit am Tatort 2 Personen gesehen. Aber was die beiden machten, haben beide nicht erkannt. Er hat sie ja auch zu Boden gedrückt. Im Gebüsch.
Man muss vielleicht noch dazu sagen, beide Zeuginnen haben unterschiedliche Sichtperspektiven gehabt und hatten auch jeweils immer nur einen kurzen Moment der Wahrnehmung. Es ist jetzt nicht so, dass sie da stundenlang zugeguckt hätten, sondern wir gehen davon aus... Vorbeigeradelt und vorbeigegangen. Innerhalb von der DPA, vielleicht auch noch mal eine Frage zu dem, Straftat, der sich schuldig gemacht hat. Er hatte aber nicht im Gefängnis gesessen, da wurde angeordnet, die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. War er da auch? Ja, das war sozusagen der Beginn des Maßregelvollzugs. Ne? Also er ist verurteilt worden zu diesen 4 Jahren, 11 Monaten, aber kam eben sofort in den Maßregelvollzug. Und Maßregelvollzug bedeutet eben, Verwahrung bis zum Tod, sondern bedeutet eben auch Vollzugslockerung mit der Zeit, wie es eben das Gesetz vorsieht. Wie lange war er in diesem Krankenhaus, bis er dann in die Wohngemeinschaft kam? Also er war bis 2018. War im Krankenhaus. Also bis 2018. In der therapeutischen Wohngemeinschaft war er ab November 2018. Also. Und es hat auch, vielleicht jetzt nochmal zur Ergänzung, es hat nämlich in der Zwischenzeit eine Vielzahl von weiteren Begutachtungen gegeben im Rahmen des Maßregelvollzugs. Herr Pfeiffer. Was ist denn zu erwarten? Oder geht auch im Raum, dass statt eines Haftbefehls eine erneute Unterbringung morgen entschieden wird? Das wird morgen der Staatsanwalt prüfen, bevor wir dem Ermittlungsrichter wird man sehen. Beides möglich. Man muss sich natürlich immer nach dem Sachverhalt dann richten. Ne? Also das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Wird man morgen ist ja die Vorführung, da hat er die Gelegenheit, auch vor dem Ermittlungsrichter zu sprechen. Und so weiter wird man dann sehen. Mhm. Bitte? War der Arbeitgeber sich bewusst über die Richter? Meines Wissens nicht. Da folgen aber noch Ermittlungen. Ich sage jetzt nochmal Wolf von Heinz, war der Täter auf dem Heimweg von der Arbeit vor der Tat? Wir hätten ihn gern dazu befragt. Also es ist meine Theorie momentan. Ich nehme es an. Also um die Zeit wäre um die Zeit, es wäre nach 16 Uhr möglich. Und Frau Leiding, es gibt, also Sie haben das so angedeutet, wenn es aus ärztlicher Sicht keine Probleme gibt, dann stimmen wir dem zu, dass er in der Wohngemeinschaft bin. Es liegt also ein ärztliches Gutachten vor, das Ihnen bescheinigt, dass er jetzt nicht gefährlich wäre. Wie muss ich das sehen? Also die Staatsanwaltschaft stimmt nicht zu, es kommt nicht auf unsere Zustimmung an, sondern wir werden sozusagen angehört zu der Frage. Ne? Und wir haben sozusagen erklärt, dass sofern ärztlicherseits keine Bedenken bestehen, also die Gefährdung Dritter ausgeschlossen werden kann, dann hätten wir keine Bedenken, haben allerdings auch gleich darauf hingewiesen, dass sozusagen die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft ist, sie kann Lockerungsstufen weder verhindern noch rechtfertigen. Ja? Also diese Lockerungsstufen im Maßregelvollzug sind ausschließlich und allein im ärztlichen Verantwortungsbereich. Wir werden dazu gehört. Aber also der Verantwortungsbereich liegt bei den Ärzten in dem Bereich. Ich wollte jetzt auch weniger das, was Sie da entscheiden oder nicht entscheiden, sondern angehört werden, sondern gab es tatsächlich eine ärztliche Erklärung, dass keine Gefährdung besser vorliegt. Also es wurde ja sozusagen von der Klinik, wurde das ja sozusagen beantragt. Also wir wurden ja angehört mit dem Ziel sozusagen, wir möchten eben diese Lockerungsstufe, also mit Argumenten, was alles für diese Vollzugslockerung spricht. Genau. Bitte. Ja, das heißt, letztendlich hat es dann der Arzt entschieden, dass das eben gelockert wird. Ich meine, die Entscheidung einer Person. Mhm. Ich nehme an, dass es die Entscheidung eines Gremiums ist, das sind mehrere Ärzte. Also jedenfalls der Antrag auf die Lockerung wurde von insgesamt 4 Ärzten unterschrieben. Und wie kann es sein, dass er bei solchen Vorstrafen, dass es überhaupt möglich ist, dass man das lockert? Ich meine, 17 einschlägige Vorstrafen wegen sexuellen Missbrauchs? Nein. Oder 17 Fälle? Also er hat 8 Vorstrafen, davon sind 7 einschlägig. Sie sprechen jetzt von einzelnen Fällen aus einem Urteil, das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja. Letztendlich, also für die ärztliche Entscheidung, da bin ich jetzt nicht die richtige Ansprechpartnerin.
wie erfolgt ist oder wie nicht. Aber letztendlich ist es eben so, der Maßregelvollzug sieht eben, insbesondere seitdem er geändert wurde, es gab ja dann eine wesentliche gesetzliche Änderung, sieht es eben einfach vor, dass es eben diese Vollzugslockerungen mit der Zeit gibt. Gibt es noch Fragen? Herr Pfeiffer. Haben Sie einen Hinweis, was es mit der Maske auf sich hat? Haben Sie sie möglicherweise sicherstellen können? Wir haben sowohl seine Wohnung durchsucht, seine Gegenstände, seinen Arbeitsplatz. Die Maske haben wir nicht aufgefunden bisher. Herr Ranft? Die Maske, das ist ja jetzt irgendwie... Er kommt von der Arbeit und hat eine Maske dabei. Wir haben uns ja gestern auch Gedanken gemacht, mit welchem Täter haben wir es zu tun, mit welcher Tatsituation. War es geplant, war es zufällig, war es situativ? Ich denke, in diesem Fall, aber das ist reine Spekulation, das hätte ich den Täter gerne gefragt, wenn er bereit gewesen wäre, Angaben zu machen. Ich war ja heute bei der Vernehmung mit dabei. In meinen Augen, man hat ja so eine Maske und solche Handschuhe vielleicht eher typähnliche Handschuhe, haben wir an seinem Arbeitsplatz gefunden, sage ich jetzt einmal. Nicht in seinem Bereich, aber im Bereich des Arbeitsplatzes. Wieder meine Theorie, er hat heute das bei sich und wartet auf eine günstige Gelegenheit. Günstige Gelegenheit, dass ich eben genau das Mädchen, das ich im Auge habe, und er hat offensichtlich einen Hang zu jüngeren Mädchen, das hier trifft er zufällig auf dem Weg von der Arbeit nach Hause eben ein Mädchen, das ihm gefällt, steigt mit aus. Hätte ja sein können, dass das Mädchen an der nächsten Haustür ginge, zu Hause ist und weg. Und dann ist er ja gefolgt und dann kam das Waldstück und dann die Gelegenheit und dann hat er zugegriffen. Wie gesagt, aber nochmal der Hinweis, das ist rein meine Theorie. Wir haben uns Gedanken dazu gemacht, wen suchen wir? Und da spielt es eine Rolle. Frau Wegler. Welche Möglichkeiten hat er im Moment oder welche hat er gelernt? Er war quasi Hilfskraft im Rahmen dieses therapeutischen Wohnens. Schaut man natürlich auch, wie kann man die Leute tagsüber beschäftigen. Also war er mit den Klinischen zusammen beschäftigt? Nein, es war eine ganz normale Firma, wo er einen Arbeitsplatz als Hilfskraft gefunden hat. Ausbildung habe ich ja noch sagen, also aus dem Urteil ist mir bekannt, dass er technischer Zeichner ist. Das ist seine Ausbildung. Mit Blick. Bitte. Also zwei Fragen hätte ich noch, und zwar Sicherungsverwahrung steht jetzt im Raum, nachdem er jetzt wieder rückfällig geworden ist. Kann man nicht sagen. Das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. Rechtlich wäre es möglich. Das zweite. Gibt es Hinweise, dass der Geist nicht irgendwie gehandicapt ist? Ich meine, der ist einschlägig vorbestraft. Er weiß, man hat seine DNA. Und trotzdem, da hinten wieder Maske und Handschuhe. Er ist ja begutachtet worden. Er ist ja mehrfach begutachtet worden. Keine Auffälligkeiten auf eine Minderbegabung. Auf eine Minderbegabung? Da möchte ich ganz kurz zwischengehen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr früher Zeitpunkt, um dazu eine Aussage zu treffen. Ja. Also das ist auch eine Geschichte, wo ein Gutachter letzten Endes sein Votum zu abgeben muss. Das werden wir drei hier nicht von hier aus bewerten können. Die Angaben, die ich Ihnen da machen könnte, wären höchstens die Feststellungen aus dem Urteil aus 2010. Aber das ist natürlich 9 Jahre her. Ja? Ein Mensch kann sich schon noch verändern innerhalb von 9 Jahren. Ja? Gut. Ich habe noch eine Frage, ist es richtig, dass der Mann bei seiner Festnahme flüchten wollte? Oder können Sie ein bisschen die Umstände der Festnahme skizzieren? Ja, wir haben an seinen Arbeitsplatz geklingelt. Ja. Chefin hat aufgemacht. Und in dem Moment, wo der Kollege sich vorstellt, mit Namen und Polizei,
hat man durch die offene Eingangstür gesehen, wie hinten im Rückraum sich eine Person schnell entfernt. Natürlich haben die Kollegen sofort nachgesetzt und haben ihn gleichgestellt. Gut. Dann möchte ich die Fragerunde hiermit beenden. Ich denke, Sie haben jeweils noch O-Ton-Interessen an Frau Leidemann und Herrn Raab. Ich würde das Ganze gerne etwas koordinieren. In Anbetracht der Temperaturen und der zahlreichen Kameras würde ich jetzt erstmal den Damen und Herren vom Fernsehen die Möglichkeit ermöglichen, ihre O-Töne hier unten zu gewähren. Darf ich kurz um Handzeichen bitten, wer vom Radio da ist? Herr Luxemburg habe ich schon gesehen, einmal. Dreimal. Dann würde ich Ihnen vorschlagen, dass Sie dann jeweils den Nicht-Interviewten im ersten Stock in der Interview-Ecke. Passt das für Sie? Ich gehe mit Fernsehen. Sie gehen mit Fernsehen mit. Gut. Dann würde ich vorschlagen, den Herrn Raab zuerst. Ja. Und die Damen und Herren vom Rundfunk bekommen dann die Frau Leidemann jetzt als Rundfunkpartner. Gut, dann beende ich hier mit unserer Pressekonferenz. Ich bedanke mich und Hallo.